Durch Deutschland geht ein tiefer Riss, der spaltet die Nation. Ne Neuheit ist das nicht gewiss, doch von Interesse schon. Das Beispiel Krupp und Krause klärt den wirklichen Verlauf der deutschen Spaltung zugehört als Klassenfrage auf. Denn Krupp ist Monopolherr und Krause ist Prolet. Das ist der Klassengegensatz, den jedermann versteht. Herr Krupp, der Boss der Industrie im Club der reichsten Herren, besitzt Fabriken, Zechen, die viel tausend Mann ernähren. Als einer von zigtausend Mann steht Krause Tag für Tag in Krupps Fabrik zur Arbeit an, sein Stundenlohn 5 Mark. Denn Krupp ist Monopolherr und Krause ist Prolet. Das ist der Klassengegensatz, den jedermann versteht. Was Krause stündlich produziert, ist mehr als 5 Mark wert. Der Mehrwert wird von Krupp kassiert, weil dem das Werk gehört. Und tausenden Kollegen geht's wie Krause jeden Tag. Herr Krupp nimmt sich den Mehrwert stets als Kapitalertrag. Denn Krupp ist Monopolherr und Krause ist Prolet. Das ist der Klassengegensatz, den jedermann versteht. Ist Konjunktur und angespannt der Arbeitsstellenmarkt, wird Krause Partner Krupps genannt, denn dann ist er gefragt. Doch ist der Wirtschaftshimmel trüb, die Auftragslage flau, dann droht den Krauses im Betrieb Entlassung, Lohnabbau. Denn Krupp ist Monopolherr und Krause ist Prolet. Das ist der Klassengegensatz, den jedermann versteht. Die Spaltung hier in diesem Staat erklärt sich folglich so: Was Krupp an Macht und Reichtum hat, ist Krauses Risiko. Im anderen deutschen Staate, da gibt es die Krupps nicht mehr. Da sind die Krauses selbst für wahr die Herren der DDR. Damit sich Krupp nie wieder dort etablieren kann, strebt Krause für die DDR die Anerkennung.